Jo, liebe Leute, schönen guten Tag. Willkommen zu einem neuen Mario Odyssey Video und heute klären wir eine richtig spannende Frage, die die Menschheit schon ewige Zeiten quält. Und die ich mich schon gefragt habe, als ich diesen kleinen Racker das erste Mal im Trailer gesehen habe. Und zwar, ob man diesen kleinen süßen Hund umbringen kann, also töten kann, irgendwie in die Tiefe stürzen kann, dass er stirbt. Ja, Leute, und ich habe es wirklich mit allen Mitteln heute versucht und bin auch zu einem Ergebnis gekommen, was ich euch jetzt zeigen werde. Aber vorher will ich noch kurz das Gewinnspiel auflösen und zwar gewonnen haben Timo CTR und Max Atmarsch. Meldet euch innerhalb einer Woche bei mir wegen der Bowser-Amiibo und der Mario-Amiibo. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit dem Video. Ja, Leute, und da habe ich mir erstmal die Frage gestellt, wo ist eigentlich der Hund überall? Und der ist ja an ein paar Orten, wie zum Beispiel auch dem Mushroom Kingdom und dem Sand Kingdom oder auch dem Metro Kingdom. Und da ist es mir eingefallen. Bin dann erstmal zum Sand Kingdom gegangen, habe gedacht, okay, weil da gibt es ja so Klippen drumherum, kann man ihn da eventuell runterstürzen, den kleinen Hund? Erstmal muss man natürlich diese kleine Suche absolvieren mit dem Hund. Und Leute, ganz ehrlich, der Hund sieht doch einfach extrem süß aus mit seinem kleinen Hut auf und so. Auf jeden Fall habe ich dann versucht, immer den Hut, weil er läuft ja den Hut hinterher. Er versucht ja irgendwie da hinterher zu laufen, hinterher zu springen. Und da der erste Gedanke natürlich von so einem Hundemörder ist, einfach den Hut über einen Abgrund zu schmeißen und der Kleine stürzt sich denn da runter, Leute. Aber nein, im Sand Kingdom war irgendeine Blockade, beziehungsweise es ist irgendeine Blockade da, die ihn davon abhält, einfach da runter zu springen. Also da hat Nintendo schon ein bisschen mitgedacht und hat irgendeine Barriere da reingebaut für den Hund, dass er nicht da runter springt. Aber ich wäre nicht Theo, wenn ich es nicht trotzdem schaffen würde, Leute. Und ich hab's geschafft. Ich hab den Hund umgebracht. Und zwar im Metro Kingdom. Ja, es ist ein bisschen schwerer und ich zeige euch, wie ihr das machen könnt. Da ist es auf den ersten Blick eigentlich unmöglich, schier unmöglich, ihn da runter zu stürzen, weil, wie gesagt, der Hund ist auf einer kleinen Plattform, auf einem kleinen Gebäude und oben ist eine große Barriere darum. So, wie soll man ihn da rüber kriegen? Weil diese Barriere, diesen Zaun, den kann er niemals überspringen. Also das ist wirklich unmöglich. Aber, Leute, ich hab's wirklich auch noch nirgendwo gesehen. Ich hab's wirklich aus freien Stücken geschafft. Und zwar gibt's ja immer diese Bänke dort. Und ich hab gedacht, okay, wenn er auf eine Bank rüber kann, kann er eventuell auch da rüber. Und so war das auch, Leute. Es ist wirklich ein bisschen buggy. Normalerweise springt er nicht darauf. Ich habe es wirklich mehrere Male probiert. Ich habe den Hut über die Bank geschmissen von der einen Seite. Und dann ist er irgendwann auf die Bank gebackt und ist er irgendwie hochgesprungen. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist der erste Schritt und das klappt. Und dann habe ich gedacht, wie kann man weitermachen? Ja, er muss natürlich noch über die Lehne springen. Und das war ein bisschen schwerer. Da habe ich gedacht, okay, das funktioniert nicht nach ungefähr 20 Minuten oder so. Aber dann habe ich es weiter probiert. Und es waren immer kleine Ansätze von Sprüngen, die er aber nicht richtig darüber gemacht hat. Und dann irgendwann hat er den Sprung über das Geländer gewagt und, Leute, ist in die Tiefe gestürzt. Er ist runtergesprungen. Auf dem ersten Mal, als er es erstmal geschafft hat, hatte ich es nicht richtig in Screen in der Kamera und dann war er sofort gerespawnt. Irgendwie, wenn man das nicht auf der Kamera hat, ist er sofort wieder inbound, also in der Map wieder gerespawnt und das fand ich ein bisschen schade. Habe ich es nochmal probiert und habe geguckt, kann ich ihn nochmal runterstürzen, aber diesmal ihn besser in der Kamera drin haben und ja, Leute, ich habe es geschafft. Und ihr seht es hier, er stürzt sich wirklich runter, mit meiner Mütze auch noch, mit Cappy, stürzt er sich in die Tiefe und unten ist anscheinend noch eine Ebene bzw. eine unsichtbare Plattform, ein unsichtbarer Boden, auf dem er gehen kann. Und das tut er auch. Der läuft da unten drum, ganz easy cheesy mit Cappy im Mund. Und ich gucke mir das alles an, Leute. Also er ist eigentlich in die Tiefe gestürzt, aber durch einen Spielfehler, beziehungsweise durch einen kleinen Bug, will ich gar nicht sagen, so eine Barriere, kann er da unten rumlaufen. So, und dann aber auch, seht es hier, er respawnt einfach hinter mir. Also man kann sagen, er ist gestorben, Leute. Also wirklich, das ist einfach nur, dass man ihn noch gesehen hat und sowas. Das ist ein Spielfehler, von meiner Meinung nach. Ich denke, er ist gestorben und ist gerespawnt. Natürlich kann Nintendo das nicht so zeigen, aber Leute, ich habe es geschafft. Ich habe den Hund die Tiefe runtergestürzt. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das auch geschafft habt, Leute. Mal ein kleines inhaltloses Video. Ich wollte das einfach mal machen. So kleine, lustige Challenges in Mario Odyssey. Das war's mit dem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo. They ask you how you are. You just have to say that you're fine when you're not really fine.